toll, die kann ich jetzt die ganze Fahrt nicht aufmachen, weil die geschüttelt ist. Mann, jetzt geht der Gang nicht rein. Hui, Dienstag, 28. April. Weichlegen, drei Schläge und dann bleibt noch einer nach, der große. Später. Moin. So. Der Driller ist in Gang, der fängt hier am Dorf an, 3,5 Hektar Schach. Scheiße, ich hab vergessen den Glühstreifen. Boah, muss ich nochmal eben anrufen. Fuck. Irgendwas ist immer, ey. Welche Nummer war das jetzt, die, ne? Bis gleich. Was man nicht im Kopf hat, ne? So. Mirko ist jetzt, der hat den, im Moor den Einschlag, also den 5 Hektar langen Schlachter, wenn ihr euch erinnert. Den hat er schon fertig mit Grubbern, also Vorgewende grubbern. Und ist jetzt hier, wo wir jetzt hinfahren, da löse ich ihn jetzt ab. Dann kann er noch ein bisschen Gülle wegfahren mit dem 724 und den bringen wir dann. So ist zumindest jetzt der Plan. Nachmittag wieder zurück, weil dann sind wir durch mit dem Thema. So, und dann müssen wir halt abwarten, wann der 818 fertig ist. Die sind dabei. Kabine ist wohl runter, nehme ich an, mittlerweile. Und ja, schauen wir mal. Aber da kommt richtig Geld bei raus. Das wird gar nicht so geil. So, auf dem Schlag am anderen Ende ist er gerade zu Gang. Da laufen wir jetzt mal hin. Gleich. Schokoriegel. Da ein bisschen Pappmaul. Bestimmt noch Schokolade hier. Oh mein. So, andere Seite habe ich das Vorgewende jetzt schon fertig gemacht. Ich gucke hier quasi erst eben die Furche zu. Und dann wird 5 Bahnen von der Seite an 5 Bahnen lang gegrubbert. Also dass das dann quasi zweimal hier gegrubbert ist, dass das eben wird. Damit man dann im Herbst vom Häcksel nicht vom Hocker runterfällt, ne? Wenn man hier gescheit fahren kann. So, denn da ist es keilig. Da muss ich dann an der Seite auch noch quasi komplett einmal grubbern. Die anderen beiden Schläge sind ja fertig. Sprich, er kann heute gute 15 Hektar Mais legen. Und dann sind, was ich ja gesagt habe, dann sind auch ist der eine 15 Hektar Schlag, auf dem er zuletzt in Gang war. Da, wo der Triebsatz vom 818 das zeitliche gesegnet hat, der ist dann noch nach. Der muss halt noch geflügt werden und dann, was ist denn heute, was habe ich gesagt, das ist heute für den Tag? Dienstag, glaube ich, ne? Ja, dann könnten wir eigentlich gucken, dass wir Donnerstag das dann noch reinkriegen. Insofern das zeitlich per Monat passt. Und dann wären wir mit dem Mais tatsächlich noch im April fertig. Vor dem 1. Mai, das hätte ja mal Stil, ne? So. Ja, die ganzen Wettervorhersagen, irgendwie wird das immer weniger Regen, was angesagt wird. Ja, bei uns bleibt eh nichts anderes übrig, als das abzuwarten und uns überraschen zu lassen. Aber eigentlich sollte heute Nachmittag schon was kommen. Weiß nicht. Ich bin da echt ein bisschen skeptisch. Aber ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. So. Aber nee. Genug gegrubbert im Video, ne? Später. Drin steht ein Hacker und ein Häckselwagen. Hui, 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 hui. Ackeras hackt, ne? Jo, so, ich bin hier fertig. Jetzt ist es 11 Uhr. Wir hatten gerade überlegt, ob wir es noch schaffen, den Schlepper jetzt nach Volkersen zurückzubringen, aber das wäre zu knapp. Muss ich noch einmal waschen, volltanken und so weiter. Naja, Güllewagen abbauen. Dann fahren wir Nachmittag dahin und bringen den zurück. Ja, aber wie gesagt, das hier ist jetzt soweit durch. Dann fahre ich nach Hause, baue den Grubber ab, dann können wir hier vielleicht noch mal eben einmal durchpusten, wäre nicht ganz verkehrt. Und dann kann theoretisch der Pflug wieder ran. Ja, schauen wir mal. Aber so langsam ist so ein bisschen, oh,
es ist ein Ende in Sicht. Das ist nochmal schön. Und Grasmähen ist noch nicht. Also das dauert mindestens noch 2 Wochen. Sehe ich jetzt so. Das ist ja jetzt gefühlt auch noch wieder zurückgewachsen durch die Trockenheit. Ich hoffe wirklich, dass wir Regen abbekommen, sodass da im Gras noch ein bisschen passiert. Dass wir dann vielleicht die runtergewehten Kartoffeldämme da hier und da nochmal aufhäufeln können. Und dass das Getreide, das braucht nämlich auch Wasser, dass da nochmal ein bisschen was passiert. Ne? Das ist noch, hatte ich ja im letzten Vlog, glaube ich, ganz kurz einmal rübergehalten. Ich habe aber noch ganz, steht es ganz gut da, aber das wird nicht mehr lange dauern. Bis das da auch viel zu trocken ist. Jo, ansonsten war heute Thema Eis. Ja, es was ausgeliefert. Igelbäckerei hat jetzt in Kürze auch wieder und das ist ganz geil. Ich weiß nicht, wie lange Jörn jetzt noch braucht, bis das in Gang ist, aber in Hellwege hat er einen Automaten stehen. Ein Eisautomaten, das ist doch mal geil, oder? Dann könnt ihr in Hellwege aus dem Automaten unser Eis kaufen. Steht vor der Filiale von der Igelbäckerei, Bäckerei Holste in Hellwege. Aber wie gesagt, ich weiß noch nicht, wann er das in Gang hat. Wir haben heute Morgen kurz telefoniert. Er wusste es auch noch nicht. Er wartet jetzt noch auf den Elektriker. Aber dann sollte das eigentlich auch bald losgehen. Da. Jo, so. Dann hat uns ein Lieferant leider hängen lassen. Der wollte heute Morgen liefern, Zutaten. Hat nicht geliefert, also fällt heute Eis machen aus. Gestern haben wir Erdbeersorbet gemacht, weil das knapp wurde. Bunte Drops ist im Moment knapp, das sollte eigentlich heute laufen, aber wie gesagt, uns fehlen da ein paar Zutaten, leider. Also ist das Eismachen jetzt auf morgen verschoben. Ist wie es ist, aber dann haben wir heute Abend nicht so viel zu putzen, bevor wir dann dabei gehen und den Joghurt abfüllen. Weil den habe ich heute Morgen angesetzt, um 6. Und habe den dann, wann war denn das soweit? 7:45 ungefähr. Heute Morgen habe ich ihn angeimpft. Jetzt reift er bis heute Abend um 8:30 und dann geht es dabei abfüllen. Ja, so ist immer was zu tun. Ne? Später. Ach ja, so. Ich hatte Hoffnung, dass ich Luftaufnahmen machen kann, aber jetzt wird das nichts. Ganz vielleicht nachher noch, sonst beim letzten Schlag eventuell, wenn der reinkommt. Aber jetzt muss ich erstmal los. Jetzt habe ich eben noch Sackgut hinten drauf geschmissen. Das bringe ich ihm jetzt noch eben hin. Dann kommt er mit Sackgut hin, dann kann er nachher noch einmal Dünger nachkriegen, wenn wir zurück sind, weil Merkur ist gerade los, den Schlepper nach Wilkerson fahren. Da fahre ich dann, wenn ich das Sackgut am Schlag abgelegt habe, fahre ich da eben hin. Hol ihn ab, dann können wir wieder nach Hause und dann wird es wahrscheinlich schon an der Zeit sein, dass er noch mal einmal Dünger nachbraucht. Ja, mal sehen, dann kann eigentlich Mirko noch mal hinfahren mit dem Düngerwagen, dass er da voll wird. Ja, irgendwie so machen wir das. So, jetzt ist es, keine Ahnung, so geht nicht richtig, aber ich glaube, die geht nur eine Stunde falsch, weil noch nicht umgestellt. Demnach müsste es jetzt kurz nach 1 sein. Jetzt, da seht ihr ja gleich, da wo wir zuletzt gekurbelt haben, da ist er jetzt zugegangen. Und danach muss noch der 5 Hektar Schlag gemacht werden. Das lange, schmale Stück. Ja, also, bis gleich. Jetzt nicht wahr, oder? Scheiße. Ah, falsche Tüten eingepackt. Ich werde hier narrisch. Scheiße. Oh.
was man nicht im Kopf hat, ne? Mann, fuck, ey. Sowas Blödes. Sein, Alter. Nichts passiert, alles gut. Später. Kacke. Ich muss noch zwei Tüten nachholen. Der fragt sich jetzt wahrscheinlich auch, was macht denn der da? Was macht er denn? Was macht er denn? Fragt er sich wahrscheinlich gerade. Oh, jetzt ist meine Dose. Toll, die kann ich jetzt die ganze Fahrt nicht aufmachen, weil die geschüttelt ist. Mann, jetzt geht der Gang nicht rein. So, hier 3 Meter Streifen. Wir haben es hingekriegt. Blühstreifen. Also hingekriegt, also dran zu denken, das freizulassen. Handbremse lösen wir auch nicht schlecht. Mann. So, könnt ihr was erkennen da? Da ist er. Könnt ihr nicht, ja? So. Jetzt aber geschwind nach Völkersen. Später. Jo. Ich habe jetzt die letzten 15 Hektar bei Maschinending angemeldet. Mais legen. Also quasi für Donnerstag, übermorgen. Und wenn das jetzt alles so hinhaut, dann werden wir dann Donnerstag quasi fertig, pünktlich vor dem 1. Mai, wie gewünscht. Sehr schön, freut mich. So, jetzt ist das 2:30. Mirko fährt gerade noch eben einmal Dünger hin, dann sollte er danach eigentlich genug haben. Der ist auf dem letzten Schlag jetzt angefangen, 5 Hektar noch, und dann ist für heute gut, dann hat er auch gute 15 Hektar gemacht. Ja. Gut, also später. Hui! Moin! Mittwoch, 29. April. Bevor der tägliche Wahnsinn weitergeht, will ich euch mal eben kurz den Stand der Dinge zeigen im Café und vorm Café. Ja, unsere Theke ist soweit fertig. Wir haben der Schankanlagentechniker war da. Da ist unser Zapfhahn. Ja, Lampe hat Björn gestern noch angebaut, muss der Elektriker jetzt halt noch kommen, die aufklemmen. Dann haben wir dieselbe wie hier nochmal bestellt. Ich denke, das sieht ganz stimmig aus, also mir gefällt das gut. Ja, hier liegt einer von den großen Sonnenschirmen, da wollen wir jetzt noch einen zweiten von zubestellen. Und da zeige ich euch jetzt nochmal eben, wo der hinkommt. Hier draußen war Björn ja richtig fleißig, hat richtig schön gepflastert. Hier ist der eine Schirmständer, wo der Schirm, der drin liegt, hinkommt, und dann kommt da ungefähr, ist noch ein Fundament, da kommt dann noch ein zweiter hin. Ja, wir haben die ganze Sitzfläche nach hier hinten noch ein bisschen erweitert. Und wenn man schon mal dabei ist, ne, dann kriegen wir einen Tisch mehr hier hin, weil wer weiß, wenn wir irgendwann wieder aufmachen dürfen. Vielleicht kommt das ja so, dass man dann erstmal nur draußen darf oder so, wir wissen es ja alle nicht, aber dann haben wir wenigstens ein bisschen Platz. Wenn Wetter ist, zumindest zum Eisessen. Ne? Ja, so sieht das jetzt hier aus. Hier ist jetzt der Weg nach vorne und daran gepflastert zur Linde. Das mussten wir ja alles absperren wegen Corona. Man darf ja keinen Sitzplatz anbieten. Deshalb ist das im Moment alles dicht. Jo. Die Linden sind schön grün, alles ist schön grün. Hier ist quasi alles fertig zum Verkaufen, aber wir dürfen nicht. Ja. So sieht's aus. Die Steine hatten wir ja schon liegen. Ich hätte sie jetzt nicht gekauft, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die, das war quasi ein Auslaufmodell, oder wie soll man es sagen. Die haben wir
etwas günstiger bekommen. Die liegen ja schon, die haben wir, seit wann haben wir die denn? Ich weiß es gar nicht, haben wir die Ende letzten Jahres, glaube ich, schon gekauft, ne? Und jetzt sind sie eingebaut. Aber das hat Björn richtig geil gemacht. Also sieht echt schön aus, finde ich. Ihr könnt ja mal eure Meinung sagen in den Kommentaren. Also ich finde es richtig schick. Vor allem sind wir jetzt hier diesen ganzen Schotter los und man tritt sich nicht immer die ganzen Steine wieder ins Café rein. Ne? Jo. Aber das Ganze hilft auch nur geringfügig, die Laune zu steigern, weil im Moment ist die Laune echt ein Killer. Erstmal wegen 818, wisst ihr ja, da habe ich dann gestern noch einen Anruf gekriegt, in welche Richtung das preislich geht, oder liest dich hin. Aber es hilft ja nichts, der muss fertig. Gerade vorhin kam ein Kommentar und da habe ich auch drauf geantwortet, weil das fand ich ein bisschen ja, so nach dem Motto, ja, und nachher sagt er, ich hätte so ein gutes Angebot gekriegt und der 414 und der 818 geht weg und ich kriege zwar neue Schlepper, genau. Also früher hätte man das so gemacht. Früher wäre auch der 414 schon, der hätte keine 10.000 Stunden bei uns vollgekriegt, ganz sicher nicht. Da sind die zwischen 6.000 bis 8.000 Stunden sind die dann weggegangen und dann gab es einen neuen. Aber das ist nicht drin. Das ist absolut nicht drin. Neue Schlepper? Nee. Leider nein. Ja, die Rechnung kommt. Milchpreise, ich habe noch keinen Newsletter gekriegt. Ich weiß nicht, wo der jetzt hingeht. Fleischpreise sind richtig beschissen, ist runtergegangen, wisst ihr ja, ne? Die Leute, die aus der Landwirtschaft kommen, die wissen das. Also bei Bullen, da bist du jetzt bei O-Bullen bei 3,10 Euro gestern, das geht heute noch weiter runter, hat er mir erzählt. 3,10 Euro das Kilo, das ist zum Kotzen. Ja, so sieht es hier aus. Ach, ich kann ja noch mal einmal mit euch da kurz hinterlaufen. Und dann muss ich gleich im Laden weitermachen. Und dann habe ich noch einen richtig geilen Job, erzähle ich gleich. Ja, hier ist die Löffeldusche, so heißt es. Also um den Eislöffel zu reinigen, Eisvitrine. Kleinen Kühlschrank, den hatten wir vorher hier nicht. Zapfanlage hatte ich schon gezeigt. Unsere Kuchenvitrine, die schon mal hier waren, als wir irgendwann mal aufmachen durften. Die kennen die Kuchenvitrine ja. Kaffeemaschine, die muss jetzt noch wieder aufgeklemmt werden. Die war hier ja weg während des Umbaus. Milchshaker und so weiter. Also hier vorne ist dann Milchshake und Eis und alles andere ist da drüben. Das hatte ich aber ja auch schon mal erzählt. Dann kann es hier in Kürze losgehen. Einmal komplett reinigen, durchputzen. Ja, und dann warten wir drauf, dass wir aufmachen können. Wir sind immer noch am Überlegen, ob wir so ein To-Go-Geschäft machen können. Ob wir das dürfen, das wissen wir noch nicht. Wir müssen mal gucken, wie das gehen könnte. Schauen wir mal. Da hat auch irgendwie jemand nachgefragt in den Kommentaren mal. Also das wissen wir jetzt noch nicht. Ja, mal gucken. So, ich habe aber gleich die glorreiche Aufgabe, die knapp 200 Liter Milch, die ich gestern Morgen reingeschleppt habe in den Pasteur, um Joghurt zu machen, gleich wieder rauszuschleppen, denn der Joghurt ist nichts geworden. Ich habe jetzt noch nicht eruieren, das habe ich lange nicht gehabt. Ich weiß nicht, warum das passiert ist. Ich meine, ich habe alles wie immer gemacht, aber es ist halt nichts geworden. Jetzt können wir die 200 Kilo wegschütten. Kotz.